zeigen, wie man diese Thromboseprophylaxe-Spritze sich in den Oberschenkel spritzt, zu Hause, selber. Und zwar heißt die hier, die ich habe, Plexan. So aus. Das sind so Fertigspritzen, also die man nur einmal benutzen kann. Die muss ich mir spritzen, damit ich keine Blutgerinnsel bekomme, weil ich habe halt gerade eine Fußverletzung und muss hier mit diesem Vakuum-Pad rumlaufen und halt auf Krücken. Und ich muss das so lange nehmen, jeden Tag, bis ich wieder ganz normal gehen kann, ohne den Ding und ohne den Ding. Ich habe euch ja schon mal ein Video gezeigt, wie man das sich in den Bauch spritzt. Aber ich habe gedacht, weil mein Bauch schon lauter kleine blaue Flecken hat, dass ich es doch mal mit dem Oberschenkel probiere. Genau, also ich habe mir gestern hier gespritzt, deswegen spritze ich heute hier. Also immer so abwechselnd. Als erstes nehme ich mir so ein Desinfektionsspray. Sprühe das auf die Stelle, wo ich mich spritzen möchte. Nehme so ein Wattepad und wische das so ab. Das könnt ihr ruhig großflächig machen. Dann zieht ihr diese Kappe ab. Wenn auf der Spritze noch so ein Tropfen ist von der Flüssigkeit, dann könnt ihr das so abklopfen. Aber die Spritze halt auf jeden Fall nicht anfassen. Dann nehmt euch so ein Stück, also ein bisschen von eurem Schenkel und geht senkrecht mit der Spritze da rein und stecht dann eben durch, bis die Spritze komplett drin ist. Dann nehme ich mir den Daumen und drücke hier auf diesem weißen Ding die Flüssigkeit in mein Bein. Ich mache das immer relativ langsam. So. Wenn man dann am Anschlag angekommen ist und loslässt, zieht sich so eine Plastikkappe über die Spitze von der Spritze, damit man sich nicht mehr verletzen kann. Genau. Und das war es im Prinzip schon. Die Spritze könnt ihr im Restmüll. Den Rest einfach entsorgen, ganz normal Hausmüll. Ups. Und das war's dann eigentlich schon. Also im Vergleich zum Bauch muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, ich finde Oberschenkel weniger schmerzhaft. Und auf meinen Oberschenkel ist es zumindest so, dass ich auch keine blauen Flecken bekomme. Also am Bauch hatte ich dann immer lauter so blaue Flecken. Sieht man das? Hier, genau, also seht ihr, da sind dann lauter so. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal mit meinen Oberschenkel und ich finde tatsächlich den Oberschenkel spritzen besser, weil ich da keine blauen Flecken bekomme. So, ja, also im Prinzip, ihr seht, es ist gar nicht so schwer, aber am Anfang habe ich auch so voll den Respekt davor, aber eigentlich, also es tut, wenn, dann ein bisschen weh, aber ja, ist eigentlich echt nicht so schlimm. Falls ihr Angst vor Spritzen habt, braucht ihr nicht haben. Genau, so, dann wünsche ich euch mal wieder, wie immer, ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!